kommen wir nun zum sogenannten Crab Scratch. Der Crab Scratch hat seinen Ursprung aus Japan. Der wurde dort von einem DJ erstmalig, da waren die ersten Anfänge in der Entwicklung. DJ Qbert aus den USA hat sich das angeguckt und hat das dann mit nach Amerika genommen und hat das dann weiterentwickelt mit DJ Disc. Und das war auch derjenige, der dann den Scratch erstmal vorführte. Also DJ Qbert, DJ Disc hat mit bei der Weiterentwicklung geholfen und DJ Qbert war der Erste, der diesen Scratch erstmalig anwandte und einführte in die Scratch-Welt. Der Name Crab Scratch kommt daher, es ist auch auf DJ Qbert und Mixmaster Mike zurückzuführen. Die zwei waren im Lokal gesessen und haben sich Crabs bestellt und haben das dann irgendwie mit diesem Scratch in Verbindung gebracht. Daher der Name. Okay, es ist jetzt ein bisschen schwer, das euch so jetzt nahe zu bringen. Ich erkläre das mal so, jetzt mal kurz relativ simpel. Das ist im Prinzip ein Transformer, nur dass ihr jetzt die Crossfader-Bewegung mit euren Fingerballen anders macht. Also, ihr crabbt. Das war jetzt ein bisschen zu schnell vielleicht für den Anfang. Das ist hier diese Fingerbewegung, dass ihr abwechselnd wie so eine federhafte Bewegung ausführt. Von kleinem Finger nach Daumen, von Ringfinger nach Daumen, vom Mittelfinger nach Daumen und von Zeigefinger nach Daumen. Und dann wieder von vorne. Beginnen wir uns jetzt an den Crossfader, gehen von der Trockenübung an die Faderbewegung. So, ich scratch den im Hamster-Style, kann natürlich auch im Normal-Mode scratchen, gibt es aber einen Unterschied, den erkläre ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt erst einmal, wie ihr hier die Bewegung am besten ausführt. Zwar der Scratch beginnt mit geschlossenem Crossfader, dann öffnet ihr den ganz normal mit dem Daumen, schließt den mit dem kleinen Finger. So, die Finger sind hier in Bereitstellung gleich, dass die wie so abfaden können. Ihr öffnet jetzt mit dem Daumen den Crossfader und schließt ihr ihn mit kleinem Finger. Dann öffnet ihr den Fader wieder, schließt ihn mit dem Ringfinger, öffnet den Fader wieder, schließt ihn mit dem Mittelfinger, öffnet den Fader wieder, schließt ihn mit dem Zeigefinger. Ihr öffnet den Crossfader mit dem Daumen, schließt ihn mit dem kleinen Finger, öffnet den Crossfader mit dem Daumen wieder, dann schließt ihr ihn mit dem Ringfinger, dann öffnet ihr den Crossfader mit dem Daumen, schließt mit dem Ringfinger wieder, öffnet den Crossfader wieder mit dem Daumen und schließt mit dem Zeigefinger. Das war jetzt in wirklich Slow-Mo. Ihr müsst euch das so vorstellen, das kommt wie eine Art Federbewegung so rüber. Demnach sind dann auch schon die Finger so in der Bereitschaft, dass sie direkt nach dem Klick nacheinander den Crossfader wieder schließen. Ganz leicht dabei Druck auf den Daumen ausüben. Die eher kräftigere Ausführung am Crossfader ist von den Fingern her. Der Daumen dient dabei eher als Federung, aber ihr müsst da natürlich auch Druck drauf geben, weil ihr den Fader öffnen wollt. Jetzt ist es beim Normal Mode ganz anders, da ihr das genau umgekehrt habt. Das heißt, ihr öffnet mit dem kleinen Finger, schließt mit dem Daumen, öffnet mit dem Ringfinger, schließt mit dem Daumen, öffnet mit dem Mittelfinger, schließt mit dem Daumen, öffnet mit dem Zeigefinger, schließt mit dem Daumen. So, da ist es jetzt so, es ist umgekehrt, auch von der Druckbewegung. Das heißt, ihr gebt jetzt mehr Druck auf den Daumen und federt mit den Fingern.
gebe da eher dann leichteren Druck drauf. Okay, ich würde empfehlen, ihr macht da erstmal sehr viele Trockenübungen und nehmt dann später das Sample hinzu, wie es ich jetzt auch mache. Das ist ein Scratch, bei dem sich vor allem sehr lange Samples auch eignen. Oder lange Samples ist es gerade so wie eben beim Transformer das Sample. Das eignet sich sehr gut dafür. Das ist hier das längere A oder verlangsamte A, deswegen ist es länger. Läuft ungefähr eine Umdrehung, ungefähr 4 Beats. Das ist optimal für den Scratch. Da könnt ihr dann länger ziehen mit der Platte. Ja, und übt das jetzt erstmal ganz langsam bei dem längeren Sample. Dann auch mal zurück. Beidseitig gleich. Okay, das ist ein bisschen schwer, euch das jetzt so beizubringen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut rüberbringen können. Und irgendwann könnt ihr dann versuchen, wenn ihr euch da sicher seid, das in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen dem Takt anzupassen, wie ich euch jetzt zeige. Gut. Und wenn ihr euch da schon mal ein bisschen damit angefreundet habt, dann könnt ihr auch ein bisschen schneller mal werden. Oder auch nach hinten. So, das wirkt natürlich noch nicht ganz so spektakulär, aber je schneller ihr das macht, desto spektakulärer wird er. Und das ist auch ein audiovisueller Genuss. Das zeige ich euch jetzt. Probiert die Federbewegungen dann so auszuführen, dass ihr immer bis zum Schluss dann vielleicht auf jeden halben Beat sogar, dass ihr das schafft. Aber wenn jetzt auf jeden Beat kommt, dann ist das schon mal sehr, sehr ausreichend. Mehr als ausreichend. Eigentlich schon fast perfekt für den Anfang, gell? Gut, ich habe den jetzt nach vorne gemacht, einfach nur. Ihr könnt den dann natürlich auch bei der Rückwärtsbewegung noch dazu machen oder bei beiden Bewegungen, der Vorwärts- und bei der Rückwärtsbewegung. Ihr könnt das entweder beim ganz normalen Baby-Scratch-Move machen oder auch bei dem Drop-Scratch-Move. Und wichtig ist, dass ihr auf dem Beat bleibt, im Takt bleibt und diese Technik rhythmisch
an euer Instrumental oder whatever ihr gerade nebenzu spielt, angleicht. Okay, wenn ihr das jetzt mal so geübt habt, ganz locker, dann probiert einfach, das in eurem eigenen Ermessen jetzt auf den Beat zu scratchen, im Takt zu bleiben. Kann auch jetzt mal auf die 7 rausgehen oder auf die 6. Das ist jetzt, muss jetzt nicht immer 1000%ig im Takt sein, aber das ist halt wichtig, dass ihr im Rhythmus bleibt. Und ja, ich würde sagen, ich führe euch diesen Scratch jetzt nochmal in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen vor, in ein bisschen mehr Varianten. Und das war's dann erstmal mit dem Crab Scratch und macht das Beste draus. Schaut, wie ihr den am besten kombinieren könnt. Am besten ihr macht einen ganz normalen Baby Scratch und macht die Bewegung oder macht einen Drop Scratch mit der Bewegung. Das obliegt euch, das könnt ihr selber entscheiden. Los geht's! Der Crab Scratch. Viel Spaß beim Üben und Ausprobieren. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.